Warning, the following show features stunts performed either by professionals or under the supervision of professionals. Accordingly, MTV and the... Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, je nachdem wann ihr dieses Video anguckt. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist ein sehr spezieller Tag, ein Tag, worauf ich persönlich sehr gewartet habe. Und zwar machen wir heute Fotoshootings im Wald mit Rauchfackeln. Da wir auch einen großen Wert auf unsere Gesundheit legen, haben wir uns gesagt, wir machen das heute nicht an öffentlichen großen Orten, wo viele Menschen sind, sondern wir gehen separat alleine in den Wald. Und zwar machen wir heute Fotos mit verschiedenen Rauchfackeln und noch mehr Rauch. Aber dazu gleich mehr. Kommt ihr mit? Dann auf geht's! Jena, Christina zieht sich noch schnell um. Ich habe diese Wand als Hintergrund und ja, wir gucken gleich mal, was draus wird. No side, both side, fucking with me. Check, come and check, leave and flex, season, fuck 12, come and give me. Get your ass to run around, high speed, chasing all the big bags. Bending corners, bending rules, bending necks, give your bitch a whiplash. Slide through, hot knife, warm, butter storm, got a drain lane. Young man, old habit, still at it, tryna let my chain hang. True story, new story, two story, condo, B&B. Four bath, one me, no key, like I did a B&E. Being me, so good, so hood, so not worried about it. Quarter million new views, old news, know you probably heard about it. Extra, extra, read about it, headline. Und so schnell ist man dann auch wieder zu Hause. Also, kommen wir nun zu den Bildern. In dem ersten Haus, wo wir drinnen waren, haben wir auch Pyro benutzt, also bengalische Fackeln. Ich war so aufgeregt, ich habe echt vergessen auf Start zu drücken, deshalb habe ich kein Video. Aber die Bilder, die hier entstanden sind... Ich finde dieses halt cool, weil die Sättigung ist runter reduziert auf nur 10%. Durch die 1,8er Blende hat man die Wand noch so ein bisschen außer Fokus. Das zweite ist natürlich wieder farbspieliger, ist ein bisschen mit ins Bläuliche gezogen. Man hat aber trotzdem den guten Kontrast zwischen Blau und Rot. Ja, mit dem Rücken zur Wand, die Fackeln nach unten hinter dem Rücken, gibt auch nochmal so einen mysteriösen, interessanten Look für das Bild an sich. Ja, danach haben wir auch noch die Rauchfackeln genommen, die ich das erste Mal benutzt habe. Wenn ihr natürlich diese Fotos nachstellen könnt, findet ihr alle Links zu allen Artikeln, die wir benutzt haben, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mit den Rauchfackeln sind folgende Resultate entstanden. Da fand ich natürlich den Kontrast mit dem weiß-roten Rauch, mit dem roten Bandana und mit dieser kunterbunten Wand einfach perfekt für diese Fotos. Und ich glaube, diese Fotos sind schon mega geil geworden. Ja, das Shooting mit der Laterne ist ein bisschen daneben gegangen, weil wir haben uns das eigentlich anders vorgestellt. Wir wollten eigentlich die Laterne nehmen und dass der Rauch dann langsam hochsteigt und so eine leichte Rauchsäule ergibt und dass man so gesagt mit dem Rauch zeichnen kann. Ja, das hat dann leider nicht geklappt, weil von wo auch immer auf einmal so ein starker Wind war, dass es da nicht möglich war, ein ordentliches Bild zu nehmen. Auf jeden Fall, für mich war das ein
sehr lustiges Shooting, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr davon noch mehr sehen wollt, dann abonniert doch einfach meinen Kanal. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr andere Ideen habt oder ob ihr mal selber ein Fotoshooting dieser Art oder einer anderen Art machen könnt. Ideen habe ich sehr viele. Schreibt mir einfach auf Instagram, falls ihr Interesse habt an einem Fotoshooting, das können wir dann sehr gerne machen. Folgt auf jeden Fall Christine auf Instagram, weil sie wird dann die finalen Bilder nochmal veröffentlichen, nachdem ich hier mit der Bearbeitung fertig bin. Das war's dann aber auch. Wir sehen uns bei einem neuen Video. Bleibt gesund und ciao, ciao. Fascinate, discreet body. Extra read a body. Say you wanna beef a body.